Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Heute mit einer kleinen Diskussion. Und zwar haben wir bemerkt, dass es einen neuen Trend gibt. Und zwar wollen immer mehr Spieler immer mehr Decks anfangen. Was haltet ihr davon, Jungs? Ja, ist interessant. Also ich kann nicht sehr viel dazu sagen. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich nicht immer anfangen möchte. Ich spiele selbst Cosmo und ich lasse eigentlich immer anfangen, weil es eigentlich jetzt momentan wenige Karten wirklich stört. Davor war es anders mit Pepe, die dann instant immer Infinity und Infinity rausgelegt haben, plus noch was weiß ich was. Das sieht schon wieder anders aus. Da könnte man schon selber sagen, ich will anfangen, aber jetzt momentan gibt es eigentlich für mich im Cosmo keine Karten, die mich eigentlich stören. Ich glaube, du hast die neue Power von Pepe noch nicht gesehen. Ich fürchte mich vor nichts, Alter. Was ist da die neue Power? Was soll das denn sein? Also zum Beispiel, ja, was können die mir denn jetzt, was können die mir mit 5 Karten rauslegen? Was besser ist als davor? Nicht besser, aber halt gleich. Nein. Davor war es Infinity und der hat schon echt, weil er hat echt schon genervt, weil der eigentlich immer einmal negieren konnte. Ja? Aber jetzt kriegen die nicht instant Infinity raus. Also oder ähnlich nicht, ich weiß es nicht. Also instant Infinity, erster Zug, ist nicht mehr so wie vorher. Ja? Und der war eigentlich das Problem. Raffles ist das Problem, ganz ehrlich. Also du willst jetzt immer Zweiter sein, nie anfangen. Ich würde, weil die letzte Karte ist echt wichtig. Aber was ist halt mit Decks, die anfangen wollen? Willst du sie nicht blocken deswegen? Zum Beispiel Mürmel, wenn das anfängt, dann nimmt er einfach 4 Handkarten, 3-4 Handkarten. Wenn sie den Loop haben, schon, ja. Ist klar. Ja, aber bei Mürmel meist, ja, Mürmel ist aber, die haben sie fast immer. Ja, ich habe jetzt, aber jetzt jedes Mal, wo ich jetzt in Mürmel gespielt habe, war es nicht wieder Fall. Aber wenn es so ist, klar. Also wie gesagt, ich muss mich erst da reinfinden. Also ich sage jetzt mal so, Pepe, lass dich anfangen, weil die haben nicht mehr für mich nicht mehr die Power wie davor. Ja? Mürmel, wenn sie wirklich diese Combo oft auf der Hand haben, würde ich sagen, okay, dann lass ich, dann fange ich an. Ja? Wobei aber dann wieder die Problematik ist, ob sie dann nicht OTK auf der Hand haben dann. Ja? Das ist gefährlich, ja. Was gibt's noch? Monarchen. Monarchen wollen auch anfangen, aber Cosmo stört sich so. Ja, die stört mich auch nicht so. Ja. Also Monarchen wollen gar nicht anfangen. Nee, die wollen ja immer geben. Ja, ja. Brauchen auch welche Karten. Außer gegen Pepe halt. Ja. Da müssen also die anfangen. Bei Monarchen lassen sie auch anfangen. Das gibt's auch noch. Und bei Cosmo Mirror zum Beispiel, wenn ich ihn sag, will ich auch lieber nicht anfangen, weil da auch das OTK-Potenzial einfach zu hoch ist. Ja, wenn er mit 6 Handkarten anfängt, ja, ist halt schon, finde ich schon krass. Ich meine, was ziehe ich denn oder was soll ich denn ziehen, um ihn dann zu stoppen? Ja, wenn ich es nicht habe, kassiere ich was. Dann fange ich doch lieber, dann lass ich doch lieber anfangen. Ja, ist ja meistens. Ja, also ich habe oft lang gekostet und so oft habe ich es nicht. So oft habe ich es nicht. Also ich bin immer echt besser beraten, dass ich nicht anfange. War ich jetzt immer so. Das ist mein Zuschauer. Also ich spiele ja auch Cosmo jetzt dann wahrscheinlich in West jetzt gerade. Ich fange lieber gerne an, weil ich dann mit der Combo mit Destroyer und Tin Can machen kann, dass ich dann Strawman und Destroyer und Tin Can mit Call oder Warning noch verdeckt habe. Wenn du es nicht hast? Wie auch fast? Wenn ich anfange, dann spiele auch 3 Cosmo Domain, also daher stoppe ich auch das Cosmo-Spiel an sich gleich. Falls du es hast. Ja, wahrscheinlich werde ich schon relativ hoch, dass ich eins von Tin Can anfange oder so. Ist schon besser so. Und auf jeden Fall gegen Pepe ist, lass es die halt anfangen, weil ich damit Dark Hole und Rageki stoppen kann. Sonst eigentlich ist es wurscht, ob man jetzt anfängt oder nicht anfängt. Früher war es echt so mit Pepe, dass Pepe muss anfangen, um das Spiel zu gewinnen, weil die einfach alles raushauen. Mittlerweile ist es so, dass Cosmo, also denen ist es egal, ob man anfängt oder nicht, die hauen trotzdem alles raus. Aber jetzt bei Pepe zum Beispiel, welchen Play haben die im ersten Zug, was sie dir raushauen können? Also ich spiele es mit Gromanali, ich hau erstens zu Infinity und Raffles raus. Wie oft hast du das? Und sonst hätten die vielleicht noch ein Warning oder ein Ding, Strike. Spielen die jetzt auch alle mit der Ariadne. Auf Cosmo doch auch. Wenn der Gegner anfängt und hat einen Strike und dann noch ein paar Cosmo-Faxen, ist doch auch ein Problem. Klar, und
Probleme, aber das muss man auch mal haben. Wenn ich jetzt anfange und ich habe es dann nicht, dann habe ich auch Probleme. Also ich wurde auch oft habe ich gespielt und jedes Mal, wo ich angefangen habe, habe ich mir auch immer jedes Mal gesagt, ich fange an, um meinen Sideboard zu ziehen. Ja, und was ist dann? Null. Ja, da ziehe ich gar nichts und dann bin ich auch, dann ist es auch scheiße. Ja? Dann fange ich lieber mit der sechsten Handkarte an, ja, und versuche da irgendwie die Fallen oder die Monster zu umgehen, ja, als dass ich nicht anfange. Also wie ihr seht, wir sind gespaltener Meinung. Tati will Zweiter sein, Chong will Erster sein. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wollt ihr anfangen? Wollt ihr den Gegner anfangen lassen? Was denkt ihr ist besser? Ja. Chong wird zum Beispiel ausprobieren, Wesley Spark, und dann uns einen Bericht dazu geben. Ich kann tatsächlich mal, wen zu dir gerade lokal oder nicht lokal, was du da nicht bekommen hast. Wie gesagt, hinterlasst eure Meinung, bis dahin leidet nicht. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch gerne Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.